Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und dies ist ein zweites Video zu den kosmischen Wesen, die wir im MCU noch zu Gesicht bekommen werden. Teil 1 habe ich euch ja letzte Woche schon präsentiert, da ging es ja so ein bisschen darum, welche Wesen kennen wir tatsächlich schon. In diesem Video soll es jetzt mal darum gehen, okay, auf welche können wir uns definitiv noch freuen, die auf jeden Fall noch irgendwie Bedeutung im MCU haben werden. Das dritte Video, das wird wahrscheinlich das sehr viel längere Video werden. Da wird es so ein bisschen darum gehen, welche könnten denn noch kommen. Deswegen zum Beispiel dürft ihr auch in diesem Video nicht so Shuma-Gorath erwarten, der ja angeblich für Doctor Strange 2 bestätigt sein soll. Das ist aber halt nur ein großes angeblich. Das sind alles nur Theorien und Gerüchte. Deswegen wird der noch nicht auftauchen, sondern erst im nächsten Video. In dieses Video hier wird jetzt wahrscheinlich wirklich auch sehr viel kürzer werden, wahrscheinlich das kürzeste von allen, weil viele kosmische Wesen sind jetzt tatsächlich noch nicht wirklich fest bestätigt. Ich habe hier immerhin eine Liste von 4 Charakteren, über die wir jetzt sprechen werden. Das geht natürlich nicht ohne den einen oder anderen Spoiler, gerade auch was die Comics angeht, besonders natürlich was das MCU angeht. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Alright, okay, good, that's quick. Wir fangen natürlich mal mit den Watchers an, denn einen davon werden wir tatsächlich demnächst in der What-If-Animationsserie auf Disney Plus zu Gesicht bekommen. Die durften wir ja schon einmal kurz kennenlernen als so einen kleinen Gag und eine kleine Post-Credit-Scene in Guardians of the Galaxy 2. Jetzt werden sie offensichtlich ein bisschen mehr an Bedeutung gewinnen, gerade auch wenn wir uns mal überlegen, dass die Loki-Serie ja wirklich das Multiverse losgetreten hat. Und da passt es natürlich gut, jetzt einfach diese Watchers einzuführen. Die gehören angeblich zu der ältesten Spezies überhaupt und allein das ist schon irgendwo ein schwieriger Begriff, denn es gibt im Marvel-Universum ziemlich viele Spezien, die von sich behaupten, sie wären die ältesten überhaupt. Die Celestials zum Beispiel wurden ja mit der Entstehung des ersten Universums überhaupt geboren. Dann gibt es da noch Wesen, die sich die Builders nennen, die eigentlich auch zu den ältesten Spezien überhaupt gehören. Deswegen muss man diesen Begriff älter Spezies sehr, sehr vorsichtig betrachten. Auf jeden Fall haben wir jetzt diese Watchers. Wie sie früher mal wirklich hießen, ist schon längst vergessen. Deswegen haben sie sich halt irgendwann nach dem benannt, was sie eigentlich die ganze Zeit über machen, nämlich beobachten und Informationen sammeln. Warum sie das genau machen, was da ihr größerer Plan hinter ist, das ist ein großes Mysterium. Das weiß man irgendwie immer noch nicht. Vielleicht wird das im MCU irgendwie aufgelöst, dass sie möglicherweise doch einer anderen Spezies noch unterstehen. Letztendlich wissen wir ja eh, dass über all dem hier The One Above All steht, quasi die Marvel-Gottheit, die mehr oder weniger alles geschaffen hat, worüber wir jetzt gerade sprechen. Die Watchers kümmern sich also eigentlich wirklich nur darum, zu beobachten und Informationen zu sammeln. Das ist eine Regel, die sie getroffen haben, weil sie irgendwann tatsächlich mal versucht haben zu sagen, okay, wir geben unser Wissen weiter. Das hat allerdings dazu geführt, dass ein kompletter Planet vernichtet worden ist. Sie gaben damals vor Ewigkeiten, man weiß nicht genau wann, den Prosilicans das Wissen über atomare Energie. Die Prosilicans haben dieses Wissen ausgenutzt, haben Nuklearwaffen entwickelt, es kam zu einem Krieg, es kam zur fast kompletten Auslöschung der Prosilicans und daraufhin hat man sich bei den Watchers gedacht, wir haben verdammt viel Wissen, aber wir können es einfach nicht weitergeben, weil wir davon ausgehen müssen, dass irgendwer dieses Wissen immer missbrauchen wird. Mit ihrer Lehre des passiven Beobachtens stehen die Watcher immer gerne mal wieder im Konflikt mit den Celestials, die da sehr viel aktiver vorgehen. Die Celestials, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, sorgen ja auf verschiedenen Planeten auch dafür, dass intelligentes Leben entsteht und kehren dann in unterschiedlichen Wellen auf diesen Planeten zurück, um zu schauen, okay, wie weit hat sich dieses Leben weiterentwickelt. Wenn sie sich schlecht weiterentwickelt haben, beziehungsweise schlecht im Sinne der Celestials, dann wird dieses Leben einfach vernichtet. Wenn sie sich gut weiterentwickelt haben, dürfen sie einfach weiterleben. Das ist sowas, was natürlich komplett konträr zu dem ist, was die Watchers predigen. Deswegen gibt es da auch immer mal wieder so ein bisschen Streitigkeiten zwischen diesen kosmischen Wesen, aber nichts, was wirklich jetzt Thema auch im MCU sein könnte. Dadurch, dass sich die Watchers so viel Wissen über
alles eigentlich angeeignet haben, sind sie auch extrem, extrem mächtige Wesen, die Zeit manipulieren können, die Raum manipulieren können, die mentale Fähigkeiten haben, die Kenntnis haben über die fortschrittlichste Technik überhaupt. Da sind sie an sich natürlich spannende Charaktere, aber wenn sie dieses Wissen halt nicht weitergeben, ist es auch so ein bisschen verschwendetes Wissen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Watcher innerhalb der Watchers, die genauso denken und sagen, ja okay, das ist natürlich ein bisschen verschwendet, wenn wir das gar nicht mehr weitergeben. Und so lernen wir ja dann zum Beispiel in den Comics auch Uatu kennen, der ja in der What-If-Serie auftauchen wird, der aber auch in den Comics früh angefangen hat, sich den Helden und Schurken gleichermaßen zu zeigen. Das erste Mal tauchte er bei den Fantastischen Vier auf und war seitdem immer auch mal wieder Teil der Comic-Geschichten. I can only observe. Und ich habe jetzt What If schon erwähnt, da wird Uatu das erste Mal tatsächlich auftauchen im MCU. Später kann er dann natürlich auch in anderen Filmen noch von Bedeutung werden. Wie gesagt, ich habe gerade auch die Fantastic Four angesprochen. Die sollen auch einen Film bekommen, da könnte er auch irgendwo eine Rolle spielen. Und generell einfach, wenn wir schauen, wie sich das MCU gerade entwickelt hat, das Multiverse ist offen. Das heißt, die Watcher werden auch ziemlich viel zu beobachten haben und könnten zumindest in kleineren Nebenrollen immer wieder wichtig werden. Und weil ich sie jetzt schon bei den Watchers erwähnt habe, kommen wir einfach mal direkt zu den Celestials. Ich habe sie ja schon im letzten Video erwähnt, weil sie eben schon mal angesprochen worden sind. Einmal vom Collector, dann haben wir natürlich auch gelernt, dass Ego ein Celestial ist und dass dieser Raumhafen Nowhere früher mal der Kopf eines Celestials gewesen ist. Also die Celestials sind schon irgendwo im MCU angekommen. Jetzt durch den kommenden Eternals-Film werden sie aber definitiv näher beleuchtet werden. Das liegt einfach auch schon in der Natur der Eternals und ich bin mir da ziemlich sicher, dass Marvel das nicht ausschlagen wird, diese Celestials weiter auszubauen. Und ich will jetzt hier in diesem Video auch nur noch mal wirklich kurz auf die Celestials eingehen, denn es gibt ja schon ein ausführliches Video zu diesem Wesen, das ich im Zusammenhang mit den ganzen Eternals-Videos gemacht habe. Das Video verlinke ich euch einfach noch mal hier, damit ihr euch das da noch mal anschauen könnt. Deswegen will ich in diesem Video jetzt nicht noch mal super ausführlich auf die Celestials eingehen. Punkt ist einfach, auch sie gehören zu den ältesten Wesen, die es überhaupt im Marvel-Universum gibt. Sie entstanden damals, als das erste Universum an sich entstanden ist. Das war eine Art selbstdenkendes Konstrukt, ein selbstdenkendes Universum, das sich Diener erschuf, die für ihn arbeiten sollten. Und diese Diener waren eben die Celestials. Dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Es gibt Unstimmigkeiten zwischen diesen einzelnen Celestials. Dann kommt es zum Krieg. Das erste Universum wird zerstört. Daraufhin entsteht das Multiverse. Die Celestials sind also eigentlich auch gottgleiche Wesen, die schon seit Anbeginn der Zeit durch das Universum reisen und eben, das hatte ich eben schon bei den Watchers erwähnt, auf Planeten reisen und hier dafür sorgen, dass intelligentes Leben entsteht. Und das hängt ja dann, wie gesagt, auch sehr stark mit den Eternals zusammen. Und wenn wir dem Lied zum Film Glauben schenken können, dann nutzen die Celestials ja Planeten dafür aus, um neue Celestials zu erschaffen. Und das intelligente Leben auf dem Planeten sorgt dann dafür, dass dieser Celestial wachsen kann. Das könnte ich mir auch tatsächlich gut vorstellen. Das wäre zumindest auch eine gute Bedrohung für den Eternals-Film, dass eben ein Celestial aus der Erde ausbrechen könnte und diese komplett vernichtet und daraufhin eben die Eternals wirklich mal einschreiten müssen. Von den Watchers und Celestials kommen wir jetzt mal zu Adam Warlock. Und Adam Warlock ist eigentlich eine ziemlich spannende Figur, die ja das erste Mal zumindest in Guardians of the Galaxy 2 angeteasert wurde. Adam. Und hier merkte man ja dann auch schon, okay, eigentlich ist Adam Warlock jetzt kein kosmisches Wesen an sich, aber er wird später mehr oder weniger zu einer Gottheit. Und das, finde ich, qualifiziert Adam Warlock schon, dass wir auch mal in dieser Videoreihe über ihn sprechen können. Adam Warlock wurde ursprünglich in den Comics als künstliches Wesen erschaffen. Es gab da eine Gruppe von verrückten Wissenschaftlern, die sich die Enklave nannten, die unbedingt ein perfektes menschliches Wesen herstellen wollten. Dazu erbauten sie dann eben auch so einen Kokon, ähnlich wie das, was wir in Guardians of the Galaxy
2 sehen, worin sie dieses Leben erschufen. Und als dieses Wesen, das damals noch überhaupt keinen Namen hatte und einfach nur Him genannt wurde, plötzlich aus diesem Kokon ausbrach, war es wirklich so perfekt in dem Sinne, dass es merkte, dass seine Erschaffer nur Böses mit ihm im Sinn hatten und vernichtete seine eigenen Schöpfer und floh daraufhin. Hier wird es dann ganz interessant, weil quasi Him, also diese frühe Version von Adam Warlock, gerät dann in einen Konflikt mit Thor, weil Him eigentlich Lady Sif entführen möchte, um sich mit ihr fortzupflanzen. Thor verteidigt Lady Sif daraufhin, schlägt Him halb tot, sodass der sich dann wieder einen neuen Kokon bauen muss, um sich wieder zu regenerieren. Diese neue regenerierte Version von diesem Wesen flüchtet dann tatsächlich ins All und trifft hier dann auf den High Evolutionary, der tatsächlich einfach nur ein Genetiker gewesen ist, der sich so sehr mit der menschlichen Evolution beschäftigt hat, dass er die immer weiter und weiter fortgeführt hat. Und dieser High Evolutionary gibt diesem Wesen dann auch den Namen Adam Warlock und, hier wird es jetzt ganz besonders interessant, gibt ihm auch den Seelenstein. Und hier widersprechen sich dann natürlich auch die Comics mit dem MCU, weil wir wissen ja mittlerweile, wie man im MCU zu dem Seelenstein kommt. Den kann man nicht einfach so geschenkt bekommen, dafür muss man halt ein Opfer geben. Das hat Thanos damals mit Gamora gemacht und das musste ja auch Hawkeye mit Black Widow machen. In den Comics ist es aber tatsächlich so, dass Adam Warlock einfach diesen Seelenstein bekam, weil er dem High Evolutionary helfen sollte. Der hatte nämlich eine künstliche Welt erschaffen namens Counter-Earth. Die war bedroht, deswegen sollte ihm Adam Warlock helfen und so weiter und so fort. Adams Geschichte in den Comics ist wirklich auch sehr, sehr ausführlich und sehr breit. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr spannender Charakter, eben weil er so eine spannende Vorgeschichte hat, aber auch seine Entwicklung einfach sehr faszinierend ist. So trifft er zum Beispiel in den Comics auch eine Variante von sich selbst aus der Zukunft, der sogenannte Magus. Hier sind wir dann auch wieder bei Begriffen, die wir jetzt mittlerweile durch Loki ziemlich gut kennen. Varianten, Multiversum, Zeitreisen etc. Das könnte man auch wirklich sehr schön jetzt mittlerweile einfach in Guardians of the Galaxy 3 dann einfließen lassen, wo dann hoffentlich auch Adam Warlock wirklich auftauchen wird. Viele von uns, ich inklusive, hatten ja irgendwie auch schon gehofft, dass Adam Warlock in der Infinity-Saga an sich auftauchen wird, weil er eben in der Comic-Geschichte von Thanos und dem Infinity-Gauntlet von großer Bedeutung ist. Adam Warlock trägt ja in den Comics tatsächlich auch den Infinity-Gauntlet, bevor dann The Living Tribunal entscheidet, dass er nicht würdig ist, diese enorme Macht zu halten. Daraufhin werden dann die Steine wieder verteilt und alles ist wieder gut in der Welt. Es wäre natürlich auch interessant gewesen, wenn man Adam Warlock auch schon in Infinity War oder in Endgame gesehen hätte. Allerdings ist es vielleicht auch tatsächlich ganz gut, dass es nicht so passiert ist, denn es ist ein sehr komplexer Charakter, der wirklich seine eigene Vorgeschichte braucht, um dann später in das große Ganze eingeführt zu werden. Deswegen hoffe ich, dass dieser kleine Teaser aus Guardians of the Galaxy 2 in Guardians of the Galaxy 3 wirklich ausgebaut wird und weitergeführt wird. Guardians 3 soll ja angeblich im Mai 2023 in die Kinos kommen. James Gunn hat ja das Drehbuch auch schon fertig und jetzt, wo The Suicide Squad auch abgedreht ist von ihm, kann er sich halt wieder vollkommen diesem neuen Marvel-Projekt widmen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Interessant ist bei Adam Warlock im MCU auch die Tatsache, dass man wirklich hier schon auf seine Comic-Geschichte eingeht, nur sie ein bisschen umkehrt. Wir sehen ja in Guardians 2, dass die Anführerin der Sovereign, Ayesha, Adam Warlock erschaffen hat. Und in den Comics ist es eigentlich genau umgekehrt. In den Comics ist Ayesha, die da auch Kismet und Paragon genannt wird, eigentlich das zweite Experiment der Enklave. Nachdem denen ihr erstes Experiment flöten gegangen ist, hatten sie sich dazu entschieden, ein zweites Wesen zu schaffen, von dem sie glaubten, das hätten sie eher unter Kontrolle. Dieses Wesen heißt dann erst Paragon und ist auch männlicher Natur. Später wird es dann aber nach einer erneuten Kokonphase zu einer weiblichen Person, die dann eben Kismet genannt wird. Somit ist auf jeden Fall klar, okay, es gibt zu Adam Warlock auch so ein weibliches Gegenstück, quasi seine Schwester. Also Adam Warlock ist wirklich eine sehr, sehr spannende Figur, die sogar auch im Universum des Seelensteins gelebt hat, denn in diesem Seelenstein gibt es auch ein eigenes Universum. Deswegen finde ich, passt Adam Warlock gut auch zu diesem kosmischen Wesen, weil er einfach unglaublich mächtig ist und wir müssen ihn einfach jetzt in Guardians of the Galaxy 3 auf die große Leinwand bekommen. Als letzten auf meiner Liste für dieses Video von Wesen, die wir definitiv zu Gesicht bekommen werden, ist Gore the God Butcher. Der soll ja gespielt von Christian Bale in Thor 4 auftauchen und ja,
bevor jetzt Proteste laut werden, Gore the God Butcher ist eigentlich kein wirklich kosmisches Wesen. Es ist einfach nur irgendein Alien von irgendeinem unbekannten Planeten. Dennoch ist er für mich interessant genug, ihn hier zu erwähnen, weil gerade seine Waffe auf ein kosmisches Wesen hindeutet, das noch kommen könnte und auf das ich definitiv im dritten Teil dieser Reihe eingehen werde. Gore the God Butcher wuchs auf einem ziemlich unwirtlichen Planeten auf. Da gab es ständig Katastrophen, ständig Dürren, ständig nicht zu essen, wilde Tiere, alles war irgendwie einfach nur bedrohlich. Und trotz all dieser Katastrophen, die Gore und sein Volk durchleiden mussten, glaubten die blind an die Götter. Doch gerade Gore verlor irgendwann mehr und mehr diesen Glauben. Denn erst starben seine Eltern, dann starb seine Frau, dann starben so gut wie all seine Kinder und er war einfach nur fassungslos, dass keiner dieser Götter, die sie hier alle anbeteten, irgendetwas dagegen tat, um das zu verhindern. Daraufhin verkündet Gore lautstark, dass er einfach nicht mehr an die Existenz der Götter glaubt und wird daraufhin direkt von seinem Stamm verbannt. Doch bei seiner Reise durch die Wüste in der Verbannung muss er erkennen, okay, die Götter existieren doch, denn er wird Zeuge eines Kampfes zwischen zwei Göttern. Einer davon ist der Gott Knull, der quasi verantwortlich ist für die Entstehung der Symbionten, die wir ja durch Venom oder Carnage kennen. Und Knull hat ein ganz besonderes Schwert, das All Black, das nach dem Kampf quasi an Gore übergeht. Dieses All Black ist quasi die Manifestation des ersten Symbionten überhaupt, nur eben in Schwertform. Und mit diesem Schwert hat Knull damals einen der Celestials getötet, die auf seinen Planeten gekommen sind. Und die kosmische Macht aus dem Celestial ist dann quasi in dieses All Black übergegangen, weswegen es seinem Träger auch echt unglaubliche Fähigkeiten überträgt. Und mit eben diesem Schwert ist nun Gore ausgestattet und entscheidet sich dazu, okay, es gibt die Götter, sie haben noch nie was für mich getan, ich werde sie jetzt einfach alle umbringen. Und daraufhin wird er dann zu Gore the God Butcher, der ja dann auch in Thor 4 gegen Thor selbst antreten wird. Und damit hätten wir jetzt erstmal die wichtigsten kosmischen Wesen geklärt, die definitiv noch irgendwo im MCU kommen werden. Im dritten Teil der Reihe werde ich mich ja dann so um diejenigen Wesen kümmern, die noch kommen könnten. Da wird es dann sehr theoretisch, da gehen wir dann aber auch zum Beispiel auf Galactus ein, da gehen wir auf Knull wieder ein, da gehen wir noch auf ganz viele andere ein, Mephisto, Shumagorath und was weiß ich nicht noch alles. Deswegen, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen längeres Video werden. Aber jetzt seid wie immer ihr gefragt, was haltet ihr von diesen Wesen, die halt eben jetzt noch im MCU kommen sollen und welche Wünsche habt ihr noch für kosmische Wesen, die unbedingt im MCU auftreten sollen? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn ihr den ersten Teil dieser Reihe sehen wollt, klickt einfach nochmal auf dieses Video.